Wie ihr hier sehen könnt, habe ich bereits wieder einen Kreis vorbereitet. Allerdings, wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass in diesem Kreis auch bereits etwas eingezeichnet ist. Und zwar eine Strecke, die von einem Punkt auf der Kreislinie zu einem anderen Punkt auf der Kreislinie führt. Und die zwei Punkte habe ich mit A und mit B beschriftet. Beschriften wir jetzt auch diese Strecke, weil man das auch immer macht, damit man sich darauf beziehen kann, und beschriften sie mit einem kleinen S. Und so eine besondere Strecke S, wie wir sie hier haben, nennt man eine Kreisszene. Zeichnen wir am besten noch eine Kreisszene ein. Wichtig ist, dass die beiden Endpunkte für die Szene immer auf der Kreislinie liegen müssen. Wir verbinden jetzt diese Punkte und beschriften wir mit C und D, da wir A und B bereits vergeben haben. Da wir jetzt bereits eine Szene haben, die den Namen S trägt, benennen wir die erste, die alte Szene, einfach in S1 um und die neue Szene nennen wir S2. Also noch einmal, eine Kreisszene ist eine Strecke, deren Endpunkte auf einer gemeinsamen Kreislinie liegen. Das ist bei S1 so, wie ihr gerade gesehen habt, aber auch bei S2. Wir können jetzt die Länge einer Kreisszene auch messen, wenn sie bereits eingezeichnet ist. Dazu brauchen wir natürlich ein Lineal. Messen wir einmal die Länge von S1. Dazu müssen wir mit dem Lineal einfach in einen der beiden Punkte anlegen. Ich lege jetzt einmal beim Punkt A an. Und wie ihr sehen könnt, ist S1 genau 8 cm lang. Schreiben wir das hin. Wir können auch noch die Länge von S2 messen. Das geht ganz gleich. Wir legen wieder an. Und wie ihr seht, beträgt die Länge 10,3 cm. Schreiben wir auch das hin. So, und zum Abschluss, das ist jetzt ganz wichtig, machen wir das Ganze umgekehrt. Wir haben einen Kreis und wir möchten eine Szene mit einer vorgegebenen Länge konstruieren. So, ich nehme jetzt einfach meinen neuen Kreis her und sagen wir, wir wollen darin eine Szene zeichnen, die die Länge 6,8 cm hat. Szenen konstruiert man am besten mit einem Zirkel. Genauer gesagt, ihr macht das bitte immer mit einem Zirkel. Dazu machen wir, ähnlich wie beim Kreiszeichnen, zuerst eine Hilfslinie, die genauso lang ist wie die Szene, die wir konstruieren möchten. Das heißt, wir zeichnen jetzt da hier mit dem Lineal eine 6,8 cm lange Hilfslinie. Und diesen Abstand nehmen wir dann in den Zirkel. Als nächstes benötigen wir einen Punkt am Kreis, von dem aus wir die Szene zeichnen möchten. Da kein Punkt vorgegeben ist, was manchmal bei Übungsaufgaben der Fall sein kann, können wir selbst einen Punkt wählen. Ich nehme jetzt einfach diesen Punkt und wir beschriften ihn sofort. Ich nenne ihn einfach A. Könntet ihr ihn auch B, C, Z oder was weiß ich, Y nennen, ist egal. Und jetzt stechen wir beim Punkt A mit der Zirkelnadel ein und schlagen auf der Kreislinie ab. Achtung, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie ihr sehen könnt. Also ich kann hier oben und ich kann unten abschlagen. Zeichnet immer beide Möglichkeiten ein, es sei denn, es ist in der Angabe wirklich explizit nur eine einzige Kreisszene gefragt. Dann könnt ihr selbst abschlagen, wie ihr wollt. Diese Punkte beschriften wir jetzt dann mit B und C. Das sind jetzt unsere Endpunkte für die Kreisszenen. Also wir haben jetzt da zwei Kreisszenen bekommen. Und diese Punkte verbinden wir jeweils mit unserem Startpunkt A. Und erhalten, wie ihr sehen könnt, zwei Szenen. Die erste Szene beschriften wir jetzt einfach wieder mit S1. Und die zweite Szene beschriften wir mit S2. Mit diesem Wissen könnt ihr jetzt das Übungsblatt G9 bearbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei.